du hast auch von dem Projekt gehört, das ein neues Kochbuch zu machen. Was hältst du von der Idee? Ich finde, es ist eine sehr gute Idee, einfach weil damit auch jeder irgendwie was anfangen kann. Jeder isst gerne, viele kochen auch gerne und das bringt einfach Leute auf eine sehr unkomplizierte Art und Weise zusammen und das gefällt mir sehr gut. Ich finde die Idee einfach super. Ich werde da auch mitmachen im nächsten Projekt. Ich bin gespannt. Ich werde wahrscheinlich auch, wenn ich darf, in diesem Projekt arbeiten. Ich möchte gerne im nächsten Projekt dabei sein. Mitmachen? Dabei sein. Dann wird das zweite Buch, das freue ich mich sehr. Ich bin dann auch dabei. Also das erste Kochbuch war ein Suppenkochbuch. Wir haben mit einem tollen Frauenteam zusammen ein Kochbuch entwickelt, von der Idee über das, wie das aussehen sollte, über das Layout. Und wir haben dann gesagt, ein Herzstück neben den Rezepten aus aller Welt sollen die Frauen sein. Sind unsere chinesischen Frauen, sind so shy und wir sind so schüchtern. Die anderen Leute kennen wir gar nicht. Essen über Kultur. Das ist eine Sache, die auch wirklich Mensch Nähe bringt. Wegen diesem Buch habe ich so viele nette Leute kennengelernt. Das Größte, was bei mir hängen geblieben ist eigentlich, ist, dass wir als Team zusammengewachsen sind. Wir kochen auch selber viel. Wir haben türkische Frauengruppe. Wir kochen nicht so. Und von dem her wollte ich eigentlich keine Suppe machen, aber ich bin doch hier. Dann gibt es ein Projekt, wo wir können das mitbringen. Das ist wertvoll. Ich hoffe, die Frauen aus verschiedenen Ländern sollen so immer stark bleiben. Hinter jeder Rezept steht eine tolle Frau und so soll das Konzept auch vom nächsten Buch werden, weil es war ein voller Erfolg. Die Exemplare sind nach einem halben Jahr weg gewesen. Wir haben jetzt einen Nachdruck und alle Frauen fragen mich immer wieder, wann gibt es das nächste Kochbuch? Es war für mich ein erstes Projekt und das für mich war ein großer Schritt und das hat viel Spaß gemacht und jetzt ich habe auch Interesse zu lernen, was weiter. Wir haben letztes Mal auch eine Schreibwerkstatt gemacht, das haben wir wieder vor. Erzähl mal, Ina, wie das war. Bei diesen Üben kannst du was du drin hast, etwas, dann kannst du alles rausholen. Alles schreiben, was du magst, was du willst und alles ist das richtig. Und dann siehst du, kennst du so viele Wörter und weißt du so viel, dass, ja. Ich finde ganz toll, dieses Projekt mit Frauen zu arbeiten, mit verschiedenen Kulturen. Es gibt ganz alte Rezepte, die in meiner Kultur schon leider verloren gehen. Und wenn ich das in eine Art und Weise retten kann, freue ich mich und bin ich bereit einfach. Also sind ganz viele Frauen, die ihre Zeit da reingeben, weil wir gemeinsam was auf die Beine stellen wollen. Und das ist auch was ganz Tolles. Das Gemeinsame. Viele Menschen, die wir überzeugen, einen kleinen Beitrag vielleicht zu geben oder vielleicht die Bücher sich zu melden und zu sagen, ich nehme 5 Bücher ab und verschenke sie an Weihnachten, wäre auch eine ganz große Hilfe. Wir hinterlassen etwas auch von der Kultur und das finde ich ganz wichtig als Integration für Frauen. Wir hoffen, dass wir das alles umsetzen können. Wir haben die Vision, die Kraft und viele tolle Frauen. Das ist das beste Rezept. Machen Sie mit, werden Sie ein Teil des Buches und wir freuen uns. Hasta pronto. Sahau afie. Sahau afie. Buen provecho. Bei uns heißt es, haut rein. Haut rein. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Sahau afie. Afie tolsun aus der Türkei. Okay. Und hier nochmal? Buen Appetito. Aus Kolumbien. Aus Kolumbien. Super lecker.